Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sussman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Spocken! Sofort! Na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniel! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl! Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Schaltet es auf!
ausgeschaltet! Weiter! Pearson auf ihn! Nicht nachlassen! Hilft mir doch jemand! Hier ist Munition, Private. Ich kann mich nicht bewegen! Bin getroffen! Bitte! Hilf mir! Los! So hilft mir doch jemand! Munition für Sie, Private. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Hier, Private. Pierce, was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant. Daniels, sag, wenn du bereit bist. Den Kopf runter und los! Der Chantier muss unser Druck nehmen! Deckung, Feuer! Den Ding ist erstmal Ruhe! Sag mir, wenn ich vorrücken kann! Kopf runter und los! Den Kopf runter und los! Deckung, Feuer! Los! Deckung, Feuer! Das AG ist ruhig! Warte auf das Zeichen! Na los! Kontakt 12!
Den Kopf runter und los! Sperrfeuer! Los, los, los! Weg auf Feuer! Verluste. Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind weder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Daniels, öffnen Sie die Tür. Feinde in den Reihen!
Position, Daniels. Feinde ausgeschaltet! Daniels, bringen Sie das Termit an! So, bereit für Munition. Setzen Sie Termit bei den Kanonen ein! Köpfe runter! Yankee-Schweine! Bunker direkt voraus! Da vorne sind noch mehr Kanonen! Weiter! Hier ist ein Verbandkasten. Aufmachen! Brauchen einen Verbandkasten! Granaten und Rauch! Wir müssen diese Tür öffnen! Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen. Schaltet sie aus!
uns flankiert! Arschlöcher.
Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Von der Arschdecken verfluchten amerikanische Schweine. Scheiße! Arsch, du Schwein! Schweine! Scheiße! Ich am Arsch, du Schwein! Schweine! Scheiße! Ferne! Feindliche Verstärkung! Zurück! Ich hab es nicht! Lasst mich zurück! Ich hab sie! Weg hier! Nein, wir lassen sie nicht zurück. Ich nehme mich auf, ich wehre sie ab! Wir müssen gehen! Los! War mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht! Rückzug! Sergeant! Los! Na los! Los, ich sagte Rückzug! Das war ein Befehl, Junge! Geht! Sir, ich dachte, Sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein.